Und damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei Paddy Game TV und Modern Warfare 2. Roach? Ghost? Kommen, Ghost! Hören Sie mich! Hört mich jemand? Sie sind tot, Soap. Shepard hat aufgeräumt. Ich kämpfe mich zu Ihnen zurück. Shepard hat uns verraten. Dafür muss man jemandem vertrauen, das tat ich nie. Nikolai, Kommen, haben Sie unsere Position? Positiv, Price. Aber nicht nur ich. Shepards Männer befinden sich auf einer Seite, Makarovs auf der anderen. Dann müssen wir sie alle erledigen. Oder wir lassen sie sich gegenseitig erledigen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Was für eine Schweinerei. Oh, Shepard will uns und Makarov gleichzeitig ausschalten. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt Bravo im Westen. Vertrauen Sie niemandem. Schon klar. Nein, ich komme nicht durch, verdammt. Ah, warte mal, da war ein Gitter. So. Haben zwar nicht alle gefunden, weit nicht alle, aber... der Heli sah nicht so freundlich aus. Zum Sammelpunkt begeben! Los, los, los! Und dabei. Hier ist Price! Die Landezone ist heiß! Wiederhole! Die Landezone ist heiß! Okay, Captain Price. Bin unterwegs. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle, bevor ich dort bin, okay? Wie Sie meinen, Nikolai! Aber beeilen Sie sich! So! Makarovs und Shepards Männer sollen sich möglichst gegenseitig ausschalten. Wir können mit ihren Funkgeräten ihren Funk abhören. Ich werde versuchen, Makarov zu kontaktieren. Makarov, hier ist Price. Shepard ist jetzt ein Kriegsheld. Er hat ihren Einsatzplan und einen Blankoscheck. Geben Sie mir, was Sie von Shepard wissen, und ich erledige den Rest. Ich weiß, Sie können mich auf diesem Kanal hören, Makarov. Wir wissen beide, dass wir es keine Woche schaffen werden. Genauso wenig wie Sie. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Weiß, Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktioniert. Shepard ist auf Position Hotel Bravo. Sie wissen, wo das ist. Wir sehen uns in der Hölle. Darauf freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakajew, wenn Sie zuerst dort sind. Sakajew ist der, den man im ersten Teil ausgestellt hat. Aber der war gut. Nicht unter Kontrolle. Sieht nicht sicher aus. Fast wie damals mit den Russen. Darauf freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakajew, wenn Sie zuerst dort sind. Preis. Offensichtlich haben Sie die Situation nicht unter Kontrolle. Warum hat er nicht abgedrückt? Darauf freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakajew, wenn Sie zuerst dort sind. Price, offensichtlich haben Sie die Situation nicht unter Kontrolle. Sieht nicht sicher zum Landen aus. Fast wie damals mit den Russen. Nikolai, hören Sie auf damit und landen Sie das verdammte Flugzeug. Wir sind unterwegs. Oh, Firma. Nimm mir ja wohl. Der Dorjuel, der Robot. An die Rakete jetzt Gottes Teil. Oh, verdammter Dreck. Nicht aber. Oh, lauf, komm! Ein paar letzten Meter kriegst du auch noch gebacken, oder? Captain Price, ich hebe in einer Minute ab! Sie wow! Sich besser, wenn Sie hier wegwollen! So, wir haben nicht viel Zeit! Nikolai wird nicht auf uns warten! Beeilung! Den Schützen ausschalten! Ja, dann... wow! Ja, komm her, du! Geht doch! Ich
Hinter uns? Achso, da ist hinten. Oi. So. Hölle. Da, Nikolai. Na, wenn du schon. In die Rampe und das wäre geschafft. Hui. Na gut, dann hängen wir direkt mal die nächste Mission noch mit dran. Weil die eine fand ich halt sehr kurz. John Price und Sir McTravish. Wir haben eine gute MP. Die haben 1000. Wir wissen nicht mal, ob Makarovs Daten was taugen. Price? Der gesunde Menschenverstand wacht nicht morgens auf und denkt, dass es der letzte Tag sein könnte. Aber das ist wohl Luxus. Kein Fluch. Zu wissen, dass man dem Ende so nah ist, ist eine Art Freiheit. Zeit zum Bilanzieren. Weniger Waffen und Leute, nicht bei Verstand und ein Selbstmordkommando. Aber der Sand und die Felsen hier durch Jahrtausende Krieg gezeichnet. Sie werden sich an uns erinnern, deswegen. Denn aus unserem riesigen Arsenal an Albträumen ist dies derjenige, den wir für uns ausgesucht haben. Wir gehen energisch vor, wie die Naturgewalten. Mit Stärke im Herzen und einem Ziel in Sicht. Wir machen ihn fertig. Entlang des Canyons. Nördliche Zufahrt. Over. Auf die Gruppe rechts, direkt unter uns konzentrieren. Die erledigen wir zuerst. Ich übernehme die beiden links. Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Los. Wurden entdeckt. Feuerfreigabe. Ich dachte, er macht die beiden links. Oh, ich hasse Hunde. Piss dich. Das sind nicht die üblichen Marionetten. Keine Fehler mehr. Los jetzt. Das war nicht mein Fehler. Das war dein Fehler. Du hast doch die Linken und du hast nicht geschossen. Na, ah, jetzt kommt Abseilen. Na dann los. Hier festhaken. Oh, ich kann runterspringen. Komm her, mein Freund. Na los. Und bam. Verschwinde das Leben dahin. Los jetzt. Ziel voraus. Noch nicht angreifen. Ja,
Patrouille nähert sich. Nach links, schnell. Passieren lassen. Roger 7, Oxide. Wir haben den Kontakt zu Disciple 5 verloren. Vielleicht nur der näher kommende Sandsturm oder ein kaputter Sender. Ein Team zum Überprüfen senden. Over. Verstanden, Oxide. Ich schicke Wenzel und Lambert. Roger 7, Hände. Erledigen Sie die rauchende Wache oder warten Sie, bis er weitergeht. Gute Nacht. Los jetzt. Ich warte, bis er weitergeht. Also, ich bitte dich. Zwei Ziele in diesem Korridor. Nicht schießen und links halten. Disciple 5, Oxide. Mein Gott. Wir standen direkt neben dem. Neben denen. So, zwei Ziele mit Lampen kommen die Treppe unter dem roten Licht runter. Direkt voraus. Ich übernehme den rechten. Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Fertig. Los. Disciple 5 verloren. Nachsehen. Over. Oben auf den Treppen. Er gehört mir. Verstanden, Oxide. Ah ne, den kann man klauen. Dampfraum. Bereithalten. War er das jetzt oder war ich das? Na, auch egal. Ah, ich war's. Disciple 6, Licht aus. Eindringen und sichern. Es geht los. Bereit machen. Türladung platziert. Bereit zum Eindringen. Dann los. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das noch sehen könnt, weil es ist extrem dunkel. Wow! Ich komme mir gerade wieder bei Star Trek vor. Wir sind die Borg, Widerstand ist zwecklos. Alle mit diesen rotlichen Dingern. Au! Zur Hölle! Da war da einer hinter mir gerade. Einsatzschild. Wir brauchen Deckung. Oh, die Waffe habe ich gerade dafür liegen lassen? Nee. Die Waffe lasse ich auch dafür nicht liegen. Aber die lasse ich liegen. Gehen Sie mit dem Einsatzschild in Position. Ich erledige den Widerstand. Gehen Sie mit dem Einsatzschild, damit ich freie Schusswelt habe. Gute Nacht. Wieder Schild unten. Schild unten halten, damit ich freies Schussfeld habe. Halten Sie das Schild unten. Er ist erledigt. Oxide, Disciple 9. Wir haben Feindkontakt etwa 50 Meter vom Nest. Over. Alles sicher. Jetzt rein. Kutscher 1-5 zum Nest kommen und bereit machen, Gold Eagle zu eskortieren. Gold Eagle muss Shepard sein. Uns geht die Zeit aus. Los! 2 Uhr. Ah, Einsatzschilde. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die hasse? Ah, das war zu kurz. Oh, mein Freund. Weiß, du alter Sack, du bist gut. Aua! Elenden Snobs. Banan, du! Wieso sehe ich auch nichts? Ah, ich habe eine Idee. Da ist nur ein Schuss drin.
ins Knie. Butcher 5, hab eine gekappte Kiste. Wir brauchen 10 Minuten für die Kiste und um das EBC scharf zu machen. Negativ. Lohnliege wie diese Ladungen in weniger als 3 Minuten anfahren. Erledigen Sie das Ende. Das ist irgendwie unrealistisch. Aber guckt euch das mal an. Cola. Der hat seine eigenen Männer. Das ist ein skrupelloser Mistkerl. Hau ab, du scheiß Heli. Andere Heli hin. Da war doch gerade noch einer. Oh, dann ist er wohl erst vorwärts weg. Oh, ins Fuß. Ins Fuß, ja, ins Bein wollte ich eigentlich sagen. Machen wir jetzt mal einen kurzen Schnitt. Bis gleich.